Wie wir alle wissen, gibt es zwei Kulturen, die Kultur der Naturwissenschaftler und die Kultur der Geisteswissenschaftler. Die sind normalerweise an fast allen Universitäten sehr, sehr sorgfältig voneinander getrennt. Das eine Gebäude von dem anderen und dazwischen liegen Welten. Normalerweise können sich die Angehörigen dieser Fächer nicht besonders gut verständigen. Die Frage ist, wo kommt dieses Problem eigentlich her? Da möchte ich Ihnen am Anfang die Geschichte von zwei Entdeckungen erzählen. Eine im Jahre 1754. Im Jahre 1754 sitzt ein kleiner preußischer Hauslehrer zu Hause und denkt über den Kosmos nach. Ohne Messapparaturen zu haben, ohne irgendeine mathematische Berechnung anzustellen, schreibt er ein schmales Bändchen, in dem er die Entstehung des Kosmos erklärt. Er ist auch noch so stolz darauf, dass er es an den preußischen König Friedrich den Großen schickt. Der bekommt es im Jahr 1755. Und dieser König Friedrich der Große hat auch eine Professur zu vergeben, eine vakante Professur für Metaphysik und Logik, die im Jahre 1756 ausgeschrieben, aber nicht besetzt wird, denn Friedrich der Große hat zu dem Zeitpunkt anderes im Sinn als Astronomie. Er bereitet den Siebenjährigen Krieg vor. So wird diese Schrift des Hauslehrers nicht weiter rezipiert, nicht weiter ernst genommen und gerät für 100 Jahre in Vergessenheit. Der Name dieses Bändchens ist Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels. Und die Eingeweihten von Ihnen werden wissen, wer der Verfasser dieses Buches ist. Es war Immanuel Kant. Es ist natürlich erstaunlich, dass es im Jahr 1754 noch möglich war, etwas Bahnbrechendes zur Kosmologie zu schreiben, was es in der Tat war, ohne irgendwelche naturwissenschaftliche Experimente anzustellen. Im Jahr 1796 wird Laplace die Nebularhypothese aufstellen, in der sinngemäß weitgehend dasselbe drinsteht und wird dafür berühmt in die Geschichte der Naturwissenschaften eingehen, weil er eben auch Naturwissenschaftler war. Schon im Jahr 1796 erwartete man allgemeine Theorien des Kosmos nicht so sehr von Philosophen als in allererster Linie von Naturwissenschaftlern, jedenfalls in Frankreich und in England. In Deutschland war der unheilvolle Einfluss des einen oder anderen Philosophen auf die Naturforschung, allen voran auf die Biologie, sehr viel bedeutsamer. Das ist die erste Geschichte. 1754, eine hervorragende Kosmologie, die von modernen Physikern heute noch zu Recht bewundert wird, in der Schreibstube geschrieben, ohne Experiment. Kommt die zweite Geschichte. Wir gehen 30 Jahre weiter in das Jahr 1784. Wieder haben wir es mit einem hoch ehrgeizigen jungen Mann zu tun. Dieser junge Mann hat Jura studiert und ist seit 2 Jahren Finanzminister in Weimar. Und er macht medizinische Experimente, meistens guckt er eigentlich dabei zu, im Turm in Jena, im Anatomieturm. Da macht er also zusammen mit einem Lehrer, guckt er sich Schädel an, menschliche Schädel. Und dann glaubt er, etwas entdeckt zu haben, auf das er Zeit seines Lebens so ungeheuer stolz sein wird, dass alles das, wofür er nachher in die Geschichte eingegangen ist, ihm gering erschien gegenüber dieser Entdeckung. Denn neben seiner Farbenlehre war Goethe der Überzeugung, dass seine Entdeckung des Zwischenkieferknochens seine bedeutendste wissenschaftliche Leistung gewesen ist. Großes Problem an der Geschichte: 4 Jahre vor Goethe hatte der französische Arzt Vic d'Azur eine ausführliche Abhandlung über den Zwischenkieferknochen geschrieben. Warum erzähle ich Ihnen diese beiden Geschichten? Da gibt es einen klaren Grund für. Dazwischen liegen 30 Jahre. Natürlich spielen Glück und Zufall hier eine Rolle. Natürlich spielt auch eine Rolle, dass Kant vielleicht ein anderes Temperament hatte als Goethe und vielleicht auch vorsichtiger war mit dem, was er machte, und dass er vielleicht ins Schwarze getroffen hatte, als er ins Blaue spekulierte. Aber das ist nicht das Einzige. Ich möchte auf die 30 Jahre hinaus, die zwischen 1754 und 1784 vergangen sind. Denn in dieser Zeit ist sehr viel passiert. Es ist eigentlich die Zeit, in der die Naturwissenschaften und die Geisteswissenschaften sich so weit trennen, dass es von nun an für einen Mann außerhalb des Fachs kaum noch möglich ist, bedeutende Beiträge zur Naturwissenschaft zu leisten. Dankeschön.